Herzlich willkommen zu Let's Play Darksiders. Ja, das wird ein Nebenprojekt von mir sein, weil ja als Hauptprojekte Dead Space und Dead Space 2 laufen. Und ja, der liebe Mr. Kiwiki LP, er wollte ja, dass ich eigentlich Metro 2033 als Nebenprojekt Let's Player. Aber auf Metro hatte ich jetzt, ich hab's kurz angespielt und dann kamen Erinnerungen wieder und da hatte ich jetzt echt keine Lust drauf und dachte mir, dass ich jetzt dann doch lieber Darksiders Let's Playen möchte, was auch mir persönlich viel mehr Spaß macht. Ja, ist kein Blind, ich hatte es schon mal vor 2 Jahren durchgespielt und ich fand es sehr, sehr amüsant. Also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, was soll ich jetzt groß noch sagen? Ich fange einfach mal an. Also es geht hier drum, ich erkläre nochmal ein bisschen, um was es sich hier handelt. Also hier geht es um einen Krieg zwischen Himmel und Hölle. Und wir spielen einen apokalyptischen Reiter. Es gibt insgesamt 4 davon, aber wir sind nur einer und heißen Krieg. Und müssen jetzt quasi wieder das Gleichgewicht herstellen. Nun gut, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Fangen wir mal an mit dem Spiel. Neues Spiel. Ja, ich hatte vorhin die Aufnahme getestet, da war der Ton viel zu laut und da musste ich das jetzt nochmal neu starten. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde jedes Spiel auf leicht spielen. Ich will nämlich hier niemandem was beweisen und ich will auch keinen Stress haben im Spiel. Und soweit ich mich erinnere, sind hier auch einige Endgegner auf leicht nicht so leicht. Und deswegen nehmen wir leicht. Und jetzt kommt gleich eine Intro-Frequenz. Und da werde ich dann erstmal meine Klappe halten. Wenn der Ladebildschirm sich mal jetzt beeilen würde. Jetzt. Seit Anbeginn der Zeit befinden sich die Armeen von Himmel und Hölle in einem endlosen Krieg. Von diesem Konflikt wurde der Feurige Rat angezogen, eine Entität, die durch uralte Gesetze gebunden war, Ordnung und Gleichgewicht zu erhalten. Jede Macht, die nicht in Schach gehalten wurde, war eine Bedrohung für die Materie des Universums. Mit der Zeit begannen Himmel und Hölle den Rat und seine Gesetze in Ehren zu halten, denn niemand konnte sich den schrecklichen Vollstreckern des Rates widersetzen. Sie waren als furchterregende Bruderschaft mit dem Namen die 4 Reiter bekannt. Aus den Tumulten erwuchsen die ersten Menschen. Der Rat sagte vorher, dass sie schwache, aber gerissene Kreaturen seien, die einmal für das Gleichgewicht wichtig wären. Ein drittes Königreich wurde benannt. Das Reich der Menschheit. Auf Befehl des Rates wurde ein Pakt zwischen Himmel und Hölle geschmiedet. Dieser große Pakt wurde durch 7 Siegel verschlossen, die zur rechten Zeit gebrochen werden sollten, nämlich wenn das Reich der Menschheit bereit für den Endkrieg sei. Eine Schlacht, die das Gleichgewicht wiederherstellen und das Schicksal der 3 Reiche bestimmen würde. Accident in both 3 and
Ja. Und da sind wir auch schon im Spiel und kommen auch schon die ersten Gegner. Aber die sind kein Problem für uns. Ja, hier können wir interagieren. Da kommen später noch bessere Moves. Ja, hier kann ich zur Seite. Und ich finde, das Spiel macht wahnsinnigen Spaß. Es wird zwar wahrscheinlich, es wird auf jeden Fall sehr viele Parts werden. Ich werde die Parts wieder so auf, ja, und jetzt sollen wir uns verwandeln. Das ist die Chaosgestalt. In der Chaosgestalt sind wir unverwundbar. Leider. Ja, habt ihr gesehen, wie schnell wir uns auch wieder zurückverwandeln. Aber das ist jetzt, falls ihr euch wundert, ja, der hat ja da oben schon so viel Lebenslinie und alles. Das wird sich noch ändern, weil das so eine Art Intro jetzt erst ist. Wo ein, so die Steuerung, ja, und wir können auch Autos aufheben. Und die wegschmeißen. Oder damit zuschlagen. Genau. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wo ich das erste Mal durchgespielt habe, vor knapp 2 Jahren. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ja, machst du jetzt Metro oder... Nee, hatte ich nicht richtig Lust zu. Aber ich werde es auf jeden Fall... Metro ist auch ein sehr schönes Spiel, also, aber... Da hatte ich jetzt einfach nicht die Lust dazu. Und werde es auf jeden Fall aber auch noch Let's Playen. Also an der Stelle, lieber Kevin, keine Angst. Vielleicht kannst du ja bei Metro, wenn du Lust hast, mitkommentieren. Das würde mich dann auch ein bisschen mehr anspornen. Aber jetzt erstmal... Ja, und das sind jetzt Engel, aber da wir ja auf keine Seite stehen, sind die Engel quasi auch Feinde. Also beide Seiten sind Feinde für uns. Ja, und hier können wir interagieren wieder. Ja. Und das Spiel ist natürlich... nicht geschnitten, wie ihr seht. Und natürlich in so einem Comic-Stil gehalten. Ne? Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, und der Riese, die sehen wir später dann auch nochmal öfters. Was geschieht hier? Ja. Jetzt seht ihr da oben. Jetzt werden uns schon die ersten Lebensdinger geklaut. Und wir wissen nicht, was mit uns passiert. So. Gegen den Riesen, da müssen wir bloß gut nicht kämpfen. Aber glaubt mir, Leute, einige Bosse sind ganz schön nervig. Und deswegen habe ich auch leicht gewählt. Weil ihr werdet es dann später sehen. Da kann es sogar passieren, dass ich sogar unter leicht fehle. So, jetzt können wir hier rumrennen. Hier kommen wir jetzt wieder Feinde. Die machen wir eben alle nochmal schnell platt. So, zack. Und den machen wir schnell. Ist auch tot. So, wo ist der nächste? Wir werden nicht nachgeben. Ja, ich werde auch nicht nachgeben. Auf keinen Fall. Gib's gleich mal. Das finde ich übrigens ein schöner Move. Also hier diese Kettensäge. Leider müssen wir den uns später erst kaufen, sozusagen. Freischalten. Den haben wir jetzt nur, weil, wie gesagt, Intro.
da können wir quasi alles... Nachher können wir gar nichts mehr. Das müssen wir uns dann alles erst verdienen. Deswegen ist es auch hier noch sehr leicht, die Gegner... die Gegner hier umzuhauen. So. Ja, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen jetzt hier ranspringen. Dann können wir dann, wenn wir mehrmals A drücken, Fazzi, Fazzi sind wir da oben. Ja, und da ich ja mein Kanal hauptsächlich aus Horrorspielen besteht, ich finde, das Spiel hat hier auch ein bisschen was von Horror. Ah, Klaus mir einfach mein Feind. Naja, prima. Finde ich jetzt ja nicht so nett. So, das können wir auch zerstören hier. Ja, man kann in dem Spiel eigentlich sehr viel kaputt machen. Das finde ich sehr schön. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier, ja, genau. Ja. Ich habe gerade überlegt, wie man schnell über das Seil läuft. Wollte jetzt auch keine falsche Taste drücken. Aber konnte mich noch dran erinnern. So, jetzt müssen wir hier rüber. Ja. Die werden natürlich gleich wieder hochkommen. Aber da es Kämpfen wie um mehr Spaß macht. Zack. Ja, und Leute, wenn ihr das Spiel für den PC habt, ihr müsst euch unbedingt, ihr müsst das unbedingt mit dem Xbox-Controller spielen. Also, das geht so, so herrlich von der Hand. Das gibt's gar nicht. So, jetzt müssen wir hier rein. Ja, und Feinde gibt's hier genug im Spiel. Also, die tauchen immer wieder auf. Also nicht, dass ihr jetzt an der Stelle hier... Ihr habt ja gesehen, dass da jetzt eine Barriere entstanden ist da hinten. Und die öffnet sich natürlich erst, wenn ich die hier erledigt habe. Aber da man dann später in die ganzen Gegenden ja auch wieder zurückkehren muss und droppen dann natürlich immer wieder neue Feinde, ne? Wenn man eine Gegend verlässt und dann wieder zurückkehrt. Aber die Leute, die das Spiel kennen, ist ja schon ein paar Jahre alt, die wissen, was ich meine. Seht ihr, und jetzt sind alle besiegt. Jetzt kann ich weiter. Ja. Dann hier lang. Ja, und Leute, falls einer das weiß, es soll eine Trophäe auf PlayStation 3 geben. Wenn man einen Hubschrauber zerstört. Und soweit ich sehe, ist das der einzigste Hubschrauber hier am Anfang. Aber ich weiß ehrlich nicht, wie ich den, das ging ja viel zu schnell, wie der an mir vorbei, wie man den zerstören soll, um die Trophäe zu kriegen. Keine Ahnung. Falls es jemand weiß, würde es mich freuen, wenn es einer in die Kommentare schreibt. Und natürlich freut es mich auch, wenn ihr Anregungen oder Verbesserungen zum Spiel . Ich werde auch jede einzelne mir Zeit nehmen und lesen und beantworten. Ja? Einer der vier, aber wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr es auch reinschreiben. Das ist natürlich klar. Schmeißen wir mal erst ein paar Autos hier auf die Engel. Hier noch ein kleines Brennnis. Wir werden nicht nachgeben. So. Wir werden nicht nachgeben. Ja. Wir werden nicht nachgeben. Wir werden nicht nachgeben. Ja, manchmal, die Engel nerven manchmal, weil die dann immer dasselbe sagen. Aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich krieg trotzdem aufs Maul.
ob sie nur sagen oder nicht. So, hier ist noch einer. Jetzt ist er nicht mehr da. Ja, weiter geht's. Haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Ja, und auch schön zu sehen, dass die Karte unten rechts natürlich dann immer zeigt, wo wir hin müssen, ne? Die Richtung. In dem Fall zu dem Totenkopf da. Wo unser erster Endboss wartet. Ja, und ich werde die Parts so zwischen 20 und 25 Minuten machen. Ich finde jetzt so 10 Minuten oder 15 Minuten wäre ein bisschen zu kurz. Ja, das scheint wohl der Oberengel zu sein. Ja, hat doch so ein bisschen Horror-Feeling, hat das doch. Finde ich jedenfalls. So passt es ganz unmöglich. Auf meinen Kanal. Aber Don, was ist das? Wo sind meine Brüder? Das kann nicht sein. Das letzte Siegel. Mein Gott! Könnte das passieren? Das siebte Siegel wurde nicht gebrochen! Aber Don! Was um Himmels Willen hast du getan? Ich bin dem Ruf gefolgt. Ja, und das ist unser erster Gegner. Da muss man eigentlich immer nur... Er schmeißt jetzt Autos nach uns, die wir dann greifen und ihm in die Birne hauen. Gefällt ihm nicht so. Deswegen macht er das hier. Da müssen wir dann ausweichen. Schmeißt dann wieder Autos. Und gehen wir mal. Moin. Ja, und wenn er dann so macht, dann gehen wir natürlich hin. Und hauen ihn richtig in die Torte. Jetzt wird er immer wieder. Ja, jetzt hebt er erstmal eben die ganze Straße an. Ja gut, jetzt hätte ich springen können. Na komm. Ja, macht er wieder diesen. So. Jetzt schmeißt er wieder Autos. Der ist auch jetzt nicht direkt schwer. Finde ich zumindest. Den hätte ich wahrscheinlich noch gerade so auf leicht normal geschafft. Nee, wahrscheinlich die anderen auch, aber das hätte dann länger gedauert und dann wäre ich wahrscheinlich auch des Öfteren gestorben. Irgendwie soll das Spiel ja auch nicht frustrieren, das soll ja Spaß machen. Ja. Ich finde, warum manche Let's Player da immer. Also ich finde das eigentlich scheißegal. Solange das Spiel Spaß macht. Das muss ja nicht unnötig werden. So, jetzt machen wir diesen wieder. Jetzt gibt er mir wieder nochmal. Jetzt schmeißt er wieder Autos. Nehmen wir uns gleich das hier vorne. Und boing.
Trichter angetaucht. Hat ihm natürlich nicht gefallen. Hier können wir sogar sliden. Und jetzt kommt. Also war das jetzt ein Click-Time-Event? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, jetzt noch nicht. Aber später kommen dann auch Click-Time-Events. Ist nicht so meine Stärke. Click-Time-Events. Jetzt versuchen wir mal abzuhauen. Geht aber nicht. Das Gesetz wurde gebrochen. Dann richtig eine in die Fresse gekriegt. Aber keine Angst, diesen genau wie du, diesen Gegner hier, den werden wir viel später nochmal wieder sehen. Also wie so schön gesagt, Rache ist süß. Das Gesetz ist klar. Wenn das siebte Siegel gebrochen wird, reiten die vier Reiter los, um die Üble zu bestrafen. Seien sie nun Söhne der Menschen, Herren des Himmels oder Abschaum der Hölle. Ja, über alle Bewohner der Erde wird gerichtet und der Pakt wird erneut geschmiedet. Du hast deine Aufgabe vergessen, Reiter. Du hast das Gesetz vergessen. Es wurde nicht gerufen. Und doch ist der Zerstörer losmarschiert und dort wurdest du gefunden. Unter seinem schwarzen Banner, wenn die Behauptungen stimmen. Zur Hölle mit euren Behauptungen. Die Siegel wurden gebrochen. Ich wurde gerufen. Wo sind dann die anderen Reiter? Wurden sie nicht ebenfalls gerufen? Die sieben Siegel sind verborgen, wie sie es schon immer waren, seit der Pakt vor Äonen geschmiedet wurde. Sie sind alle intakt. Es gab keinen Ruf. Du hast den Dunklen geholfen. Hast ein heiliges Abkommen gebrochen, das die Menschheit ins Verderben stürzt. Du hast das Gleichgewicht gefährdet. Streitest du das ab? Als ich ritt, waren Himmel und Hölle bereits im Kriegszustand. Abaddon war dort. Er wusste etwas. Abaddon ist gefallen, als er das Chaos bekämpfte, das du entfesselt hast. Ich kämpfte, war aber machtlos gegen die Dämonen. Und doch beschuldigt ihr mich. Deine Niederlage beweist gar nichts. Wahrscheinlich hat der Zerstörer sich deiner entledigt, nachdem er mit dir fertig war. Du hast das Gesetz besudelt, Reiter. Du wirst bestraft. Ich diene nur dem Rat. Nur dem Gleichgewicht. Wie die Reiter es schon immer getan haben. Schickt mich zurück. Ich werde die Verantwortlichen bestrafen. Wie? Welche Hoffnung hast du gegen die Armeen des Zerstörers? Du bist machtlos. Dann werde ich scheitern. Und die Dämonen werden euer Urteil vollstrecken. Nun gut. Du kehrst zur Erde zurück. Aber du wirst beobachtet. Tritt vor. Dieser Beobachter ist an dich gebunden. Er wird deine Loyalität sicherstellen. Vergiss das nicht, sonst werde ich deine Innereien beobachten. Genug! Erhebe dich, Krieg, und wappne dich! Ja, und an der Stelle werde ich erstmal einen kleinen Schnitt machen und sage hiermit bis zum nächsten Mal mit Darksiders. Tschüss!